So jeder, wir haben ja so eine gesellschaftliche Mentalität, da wird irgendjemand mit Drogen erwischt. Und jetzt muss er sich sofort als süchtig outen. Wir denken an Christoph Daum und so weiter. Vielleicht haben die einfach nur Kokain oder sonst was genommen, weil sie Bock drauf hatten. Weil sie Lust darauf hatten zu kiffen. Weil sie vielleicht mit ihrer Freundin besser vögeln konnten. Ja? Und so weiter. Aber diese Gedanken darf man gar nicht haben. Ja? Man muss immer Asche hier, ich habe mal gekifft. Entschuldigung, liebes Volk, ich war mal der Kiffer und gehört zu 4 Millionen Menschen, ja, die mal gekifft haben. Ich darf als Richter nicht kiffen, würde ja morgen rausfliegen. Ne? Oder ich hätte Asche auf mein Haupt und würde sagen, ich bin aber süchtig. Ja? Und Sie können mir die Frage stellen, würden Sie gerne kiffen, Herr Müller? Dann würde ich sagen, ja, natürlich würde ich meine Drogen gerne wechseln. Immer nur Alkohol trinken ist auch doof.